Mein Name ist Dr. Bernd Freimann. Ich bin der Geschäftsführer von zwei biologischen Stationen, der biologischen Station Oberberg hier im Hintergrund und der biologischen Station Rheinberg. Biologische Stationen, was tun wir, was machen wir? Wir haben ein ganzes Spektrum von Aktivitäten. Unter anderem kümmern wir uns um Naturschutzgebiete. In diesen kommen ja schützenswerte Pflanzen und Tiere vor und wir kümmern uns praktisch und auch vom wissenschaftlichen Aspekt darum. Wir befinden uns hier in der Wacholderheide in Branscheid. Die Wacholderheiden sind ganz besondere Elemente unserer Kulturlandschaft, weil sie sehr selten geworden sind. Früher waren sie sehr viel weiter verbreitet. Sie sind entstanden durch die Beweidung mit Schafen und Ziegen. Zuvor hatte man den Wald, der da war, abgeholzt, weil das Holz eben sehr dringend gebraucht wurde. Und dann wurden die Flächen beweidet. Und es wuchs dann Heidekraut und Gras, aber auch der Wacholder auf diesen Flächen. Heute ist es notwendig, dass die Heiden weiter beweidet werden. Wir haben da eine Wanderschafherde mit Schafen und Ziegen. Mit diesen Maßnahmen tragen wir dazu bei, diesen Lebensraum mitsamt seiner Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten. Ein Themenfeld, um das wir uns kümmern, ist die Öffentlichkeitsarbeit und die Umweltbildung. Für die Umsetzung haben wir ein tolles Werkzeug zur Verfügung, das Internetportal LVR Kuladic. Kuladic ist die Abkürzung für Kultur, Landschaft, Digital. Hier wird die historische Kulturlandschaft in Wort und Bild lebendig. Natürlich gibt es Kuladic auch als App. Mit der App können Sie sich direkt draußen darüber informieren, was es Spannendes an der Kulturlandschaft um Sie herum zu entdecken gibt. Die biologischen Stationen unterstützen uns bei der Arbeit in Kuladic, indem sie dort auch tolle, spannende Themen einstellen. Naturschutzgebiete, um die wir uns auch in unserer Region kümmern, sind Steinbrüche. Die müssen nämlich zum Beispiel hin und wieder entbuscht werden. Ja, wir befinden uns hier im Steinbruch Morkepütz im Alpetal bei Wiel. Steinbrüche sind vom Menschen geschaffene Lebensräume, die durch die Abbautätigkeit, den Gesteinsabbau entstanden sind. Wir haben hohe Steilwände und Blockschutthalden, die hier nach Süden ausgerichtet sind. Dadurch haben wir hier besondere Lebensräume für Pflanzen und Tierarten, die Sonne und Wärme mögen. Als Biostation führen hier Pflegemaßnahmen durch. Der Steinbruch wird von der Schafherde der biologischen Station beweidet. Und alles, was die Schafe nicht schaffen, müssen wir von Hand nacharbeiten. Das heißt, wir stellen die Felswände von Bewuchs frei, fällen die Bäume, die davor emporwachsen, damit die Felsen frei bleiben. Das gleiche an den Blockschutthalden, wo die Steinblöcke auch besonnt bleiben sollen, damit der Standort schön warm bleiben kann im Sommer und eben nicht beschattet und nicht zuwächst. Die Sohlbereiche werden gemäht von Hand mit dem Freischneider. Diese Maßnahmen sind notwendig, um den Lebensraum Steinbruch hier für die Tiere und Pflanzen in einem guten Zustand zu erhalten. Im Rahmen von Landschaftspflegemaßnahmen kümmern wir uns auch um den Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen. Streuobstwiesen sind im Bergischen ein typisches Merkmal der Kulturlandschaft. Sie sind seit mehreren Jahrhunderten im Bergischen gewesen und heute sieht man auch so überall um die Dörfer herum die Reste aus dem letzten Jahrhundert. Es gibt hunderte alte Sorten in Deutschland, die mit den absterbenden Obstbäumen verschwinden. Der Naturschutz hat die Streuobstwiesen in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt, sodass auch hier im Bergischen wieder neue Bäume gepflanzt werden sollen. Wir haben mittlerweile 120 Apfelsorten gefunden, die wir auch wieder auf junge Bäume stellen, um sie der Nachwelt zu erhalten. Auch unterstützen wir mit dem Team der Biostation, der Biostationen, die Landwirte in unserer Region. Und zwar geht es um das Thema Vertragsnaturschutz. Die Landschaft im Bergischen ist besonders durch die Kulturlandschaft geprägt, die sich seit Jahrhunderten durch die landwirtschaftliche Nutzung entwickelt hat. Aufgrund der steilen Hänge, der Waldwiesentäler, ist es für die Landwirte besonders schwierig, die Flächen zu bewirtschaften. Die Flächen sind auch in der Regel weniger ertragreich. Sobald die landwirtschaftliche Nutzung aufhört, fallen Flächen brach und verbuschen und damit geht auch die Artenvielfalt auf den Flächen dann wieder zurück. Damit solche Flächen noch weiterhin in der Bewirtschaftung bleiben und der Kulturlandschaft erhalten bleiben, gibt es den Vertragsnaturschutz. Vertragsnaturschutzflächen sind Rückzugsräume für viele Tierarten und Pflanzenarten
Im Bergischen Land gibt es schon seit über 20 Jahren eine Kooperation zwischen Landwirten und Biostationen. Mit dem LVR, Landschaftsverband Rheinland, arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich zusammen, insbesondere im LVR-Netzwerk Kulturlandschaft. Der Landschaftsverband Rheinland hat sehr viele unterschiedliche Aufgaben. Eine davon ist die Pflege der Kulturlandschaft, die sich seit Jahrtausenden entwickelt hat. Naturlandschaft haben wir aktuell in Europa so gut wie nirgendwo mehr. Wir sprechen deswegen von einer Kulturlandschaft. Und auch die Naturschutzarbeit ist deswegen heute ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaftspflege. Der Landschaftsverband Rheinland fördert seit über 10 Jahren die biologischen Stationen in ihrer Netzwerkarbeit und wir fördern ihre Projekte und konnten bislang mehr als 120 Projekte erfolgreich abschließen. Wenn ich an die Zukunft denke, dann freue ich mich jetzt schon darauf, dass wir gemeinsam weitere tolle, spannende Projekte umsetzen können. Wir freuen uns auf Sie. Wir haben ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Schauen Sie mal auf unsere Webpages, kommen Sie zu uns und erleben Sie mit uns zusammen die bergische Kulturlandschaft.